Lego-Fans kamen jetzt im Forum Bendix auf ihre Kosten. Der Verein Erwachsene Lego-Fans und einige Gastaussteller präsentierten die schönsten Stücke aus ihrer Sammlung an Lego-Objekten. Unterstützt wurde diese Aktion von der Stadt Dülmen. Für die Vereinsmitglieder steht die Sammelleidenschaft und die Möglichkeit, mit den Lego-Steinen etwas Neues, Eigenes entstehen zu lassen, im Vordergrund. In diesem Jahr haben sich die Lego-Fans mit dem Thema Star Wars auseinandergesetzt. Passend dazu erschienen die Mitglieder der Gruppe Cantina Base 717 aus Münster in Star Wars Kostümen. Richtig, die Baumeister sind heute nochmal gekommen und haben dann ihr Lüdinghausener Tor wieder zerlegt und haben heute die amerikanische Brooklyn Bridge, die in New York steht, nachgebaut. Steineanzahl konnten die Jungs mich leider nicht mitteilen, aber ich schätze auch 3000 plus. Wir haben einen Stammtisch, wir haben keine festen Zeiten, das heißt also nicht in einem 4-Wochen-Rhythmus oder sonst was, sondern ein bisschen sporadisch, möchte den aber ganz gerne irgendwo im Schnitt so um die 6 Wochen halten, wo wir uns dann treffen, gemeinschaftlich klönen über Lego, lecker was essen, ein bisschen was trinken. Die Technikmodelle von Lego begeistern nach wie vor jung und alt. So auch Thorsten Plücker. In seinem Ausstellungsteil präsentierte er verschiedene Sets von Lego. Ich habe mein erstes Lego-Technik-Set damals bekommen, da war ich 7 oder 8 Jahre alt. Habe mich vielleicht 2, 3 Jahre damit beschäftigt, dann ist das irgendwie was weg. Und jetzt seit 4 Jahren bin ich wieder aktiv dabei am Bauen. Und ja. Weitere bemerkenswerte Objekte, ein Braunkohlenbagger aus Lego-Steinen sowie der Nachbau eines Bahnhofs mit verschiedenen Zügen. Liebhaber solcher Großobjekte müssen allein für den Kauf der Steine schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Bei gutem Wetter konnten die Aussteller auch in diesem Jahr wachsende Besucherzahlen verzeichnen. Kinder und Erwachsene waren eingeladen, selbst Modelle aus Lego-Steinen zu erstellen. Die Organisatoren hoffen, auch im nächsten Jahr wieder eine neue Lego-Show präsentieren zu dürfen.